und herzlich willkommen, lieber Steinbock, zur dritten Woche Taroskoplegung mit Ella. Wir sind in der Woche vom 14. bis 20.05.2018. Deine Geschichte geht stetig voran, sie entwickelt sich, du arbeitest an dir und hast auch Leute um dich herum, die dir dabei helfen, die dich unterstützen, was sehr, sehr schön ist. Und wir gucken mal, wie das in der dritten Woche aussieht. Wir haben hier die Karte, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst. Dann haben wir, was du dir wünschst, deine Hoffnungen und Ängste, das ist gut für dich, das ist nicht so gut für dich und den möglichen Ausgang. So, und dazu ziehen wir natürlich auch wieder eine Orakelkarte. Gucken. Die Orakelkarte heißt Zeit zum Weitergehen. Es ist Zeit, das Alte, Abgetragene loszulassen, damit Raum für Neues entsteht. Okay? Gucken wir mal, wie du darüber denkst. Fünf der Stäbe. Die Fünf der Stäbe ist so eine Rangelei. Das ist jetzt nicht wirklich was körperlich affektvoll ist, also ich sage jetzt mal, dass du jetzt dich mit jemandem prügelst, sondern du hast einen Konflikt, der verbal ausgetragen wird. Meinungsverschiedenheiten. Das muss nichts Dramatisches sein, das kann einfach sein, zwei Leute sind unterschiedlicher Meinung und versuchen sich halt trotzdem gegenseitig zu überzeugen, dass der eine oder andere recht hat. Okay, muss man nicht haben, aber passiert halt. Was du dir wünschst? Drei der Kelche bedeutet Geselligkeit, Party. Ausgehen. Mach das. Ist gut. Gut für dich, gut für deine Freunde. Schön. Hoffnung und Ängste. Freundschaft. Hast du vielleicht, ja, entweder hast du Angst, eine Freundschaft zu verlieren, oder es ist einfach so, dass du so viele Leute im Moment kennenlernst, dass du ein bisschen abwägen musst, wer sind meine echten Freunde und was sind wirklich nur Bekannte. Gucken wir gleich mal. Gut für dich ist in dieser Woche ein überschwellender Kelch der Gefühle. Ja, wenn du dich natürlich jetzt auch in einen Freund verliebst, kann das natürlich sein, hoffentlich verliere ich den Freund nicht, wenn ich gestehe, dass ich den mehr als nur freundschaftlich sehe. Aber da gucken wir gleich noch, was die anderen Karten sagen. Nicht gut für dich ist in dieser Woche die Vier der Schwerter. Die Vier der Schwerter ist eigentlich so ausruhen. Relaxen, entspannen, sich zurückziehen und nachdenken. Also solltest du das möglichst in dieser Woche nicht tun. Es gibt immer Möglichkeiten, wo man das machen kann, aber diese Woche ist das halt einfach nicht angesagt. Das ist nicht wirklich was Negatives. Es heißt einfach, versuch dich nicht rauszuziehen oder ja nur für dich alleine zu sein. Der mögliche Ausgang in dieser Woche? Der Mond. Das heißt, es ist noch alles ein bisschen unklar. Du weißt noch nicht, wo die Reise hingehen soll und vielleicht kriegst du in dieser Woche auch nicht unbedingt die Hinweise dazu, dann ist das eben mal so. Kann ja auch schön sein, ins Abenteuer zu stürzen, ohne zu wissen, wo es hingeht. Fangen wir nochmal von vorne an mit der 5 der Stäbe für den Steinbock in der dritten Woche. Und da haben wir die Stärke. Das heißt, du kannst dich sehr gut durchsetzen. Du kannst auch deine Meinung vertreten. Ich würde mal vorziehen, das charmant zu tun und jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt meine Stärke auszunutzen, sondern das einfach zu wissen und dann ganz entspannt in meinetwegen eine Diskussion reinzugehen. Also kannst du dir das diese Woche leisten. Dann haben wir ja deine Wünsche, das ist Highlight, Fete, Party. Und die Liebenden, ich hab's geahnt. Da ist hinter einer Freundschaft wohl ein bisschen mehr als nur Freundschaft. Ja, als Wunsch ist das wunderbar. Schön. Dann haben wir in Hoffnung und Ängste natürlich die Angst, wenn du jemandem deine Gefühle offenbarst, dass du dann vielleicht den Freund verlierst oder die Freundin. Wir haben den Hierophanten und der bestärkt dich darin, an dich zu glauben. Auch an das, was du fühlst, zu glauben. Ich würde jetzt nur einfach die Dinge jetzt nicht so voranschubsen. Ja? Ich würde jetzt einfach mal jeden Moment dieser Entwicklung genießen und gucken. Und dadurch kannst du sehr viele Erkenntnisse gewinnen, wie denn der andere oder die andere auch fühlt.
Ja? Und gut für dich ist ja dein Gefühl. Aber es könnte sein, dass das vielleicht nicht erwidert wird. Und wenn du das eben langsam angehst, ohne jetzt hervorzupreschen oder irgendwas zu tun, dann wirst du das früh genug erfahren, um dich, ja, ich sag mal, zurückzuhalten. Auch wenn deine Gefühle im Verliebtsein sehr stark sind. Was du eben nicht tun sollst, ist dich ganz aus der Affäre ziehen und verschwinden. Wir haben das Ganze nochmal. Die vier der Schwerter, das sollst du eben nicht tun. Bleib am Ball. Du kannst natürlich, wenn du jetzt, ich sag mal, gekränkt bist, weil der andere oder die andere deine Gefühle nicht erwidert, dann bist du vielleicht mal einen Tag ein bisschen muffelig und so, aber die Freundschaft ist dir ja viel wert, ja? Und deswegen solltest du die nicht riskieren. Unklar ist, wie es weitergeht, aber wir haben das Ass der Stäbe. Und das Ass der Stäbe ist natürlich auch eine erotische Energie, auch eine sexuelle Energie natürlich, eine, ja, da kommt noch was, ja, vielleicht nicht mit der Person, aber da kommen sicherlich noch andere Personen. Also verlass dich drauf, dass für dich richtig gute Zeiten anbrechen und du da jetzt auch jemanden kennenlernen kannst, der so richtig deine Fantasie anheizt. Aber wir gucken mal, was die andere Karte so sagt. Die hatten wir letzte Woche auch. Erzengel Samuel. Erzengel Samuel arbeitet auf dem rosaroten Lichtstrahl der Liebe. Diese Erzengelkarte ist ein Segen für dich, denn sie zeigt dir, dass du bereit bist, dein Herz bedingungsloser Liebe zu öffnen. Die Liebe kennt keine Einschränkungen. Sie akzeptiert alle Menschen so, wie sie sind. Sie urteilt nicht. Wahre Liebe ist so mächtig, dass sie Verletzungen, Zorn und Trennung überwindet. Hülle dich in den rosafarbenen Mantel der Liebe ein. Lasse Liebe aus deinem Herzen strömen und all deine Mitmenschen berühren. Die Menschen, die du liebst, die Menschen, die du nicht magst, ja sogar diejenigen, die du noch gar nicht kennst. So entsteht eine Brücke aus Licht, auf der die Engel wandeln und Hoffnung und Frieden bringen können. Als Lohn dafür wird dein Lebensweg gesegnet und voller Liebe sein. Affirmation: Mein Herz ist von der Flamme der Liebe erfüllt. Wie gesagt, das hatten wir letzte Woche auch schon und ich denke, dass dein Thema eben die Gefühle sind. Und wie diese Karte das auch sagt, du musst ja nicht den Erstbesten als deinen möglichen Partner sehen. Du kannst ja deine Liebe auf viele Menschen verteilen. Ja? Du hast ja viele Freunde dann und ja, Zeit zum Weitergehen, das passt auch, weil wenn das eben nicht passt, weil irgendwas, ja, die Chemie nicht stimmt oder der andere deine Gefühle nicht erwidert, das Meer ist voller Fische, ja, und da kannst du halt vielleicht noch was viel Besseres finden. Und so musst du das sehen. Deswegen solltest du hier nicht direkt aufs Ganze gehen, sondern erstmal gucken und dann schauen, wie sich die Dinge langsam entwickeln, aber dich auch nicht zurückziehen, wenn du merkst, das funktioniert halt nicht. Geh einfach weiter in die Freundschaft und schau, was sie dir bringt. Oder vielleicht bringt sie dir auch jemand anderen. Aber habe Geduld. Sowas geht nicht von heute auf morgen. Es sei denn, du willst natürlich eine schnelle Aktion haben, dann ist die aber natürlich auch schnell vorbei. Wenn du etwas Langfristiges suchst, etwas, was so auf Seelenebene auch stimmt, dann braucht das sehr viel Zeit. Dann musst du den anderen oder die andere ja auch erstmal kennenlernen. Dann müsst ihr euch austauschen, näher kommen. Das dauert. Ja, also ich sag mal, ein halbes bis ein ganzes Jahr dauert das, bis man sich dann erstmal so nahe kommt. Ich meine, das ist vielleicht heutzutage nicht mehr gang und gäbe, aber ich denke, dass man sich diese Zeit lassen sollte, damit man eben auch ganz sicher sein kann, dass das eben nicht nur was für kurze Zeit ist. Weil die kurzlebigen Dinge, davon haben wir, glaube ich, mittlerweile genug. Mehr als genug. Etwas Verlässliches, auch Freundschaft, eine verlässliche Freundschaft ist manchmal mehr wert als, wie gesagt, eine primitive, kurzfristige Beziehung. Deswegen, aber das entscheidest du, das ist jetzt meine Meinung. Du entscheidest natürlich, wo du hingehen möchtest und was du machen möchtest. Das sind jetzt nur die Karten, die die Energien aufzeigen. Und wenn das für dich passt, wunderbar. Wenn nicht, dann machst du das, wie du das möchtest. Ja? Jedenfalls hoffe ich, dass du etwas damit anfangen kannst und dass deine Liebe dich trägt einfach durch die ganze Woche und dass du dadurch gute Laune hast und viel erreichen kannst. Ja, es ist einfach schön. Deine Mitmenschen profitieren ja dann auch davon, wenn du gut drauf bist. Ja, und dann dadurch ergeben sich ja auch wieder neue Möglichkeiten. Also es ist so, ja, die Spirale nach oben. Und das ist positiv und da freue ich mich für dich. Ja, wenn es dir gefallen hat,
bitte einen Daumen nach oben, das hilft meinem Kanal. Und wenn du nicht schon abonniert hast, auch gerne ein Abo und dann die kleine Glocke, dann kriegst du jedes Mal, wenn es was Neues gibt, einen Hinweis. Ja? Würde ich mich sehr, sehr freuen. Und wenn irgendwelche Fragen sind, ruhig mal in die Kommentare schreiben oder eine E-Mail. Wenn irgendwas ist, meldet euch. Ich freue mich, für euch legen zu dürfen und wünsche euch eine tolle Woche mit viel Gefühl. Bis bald. Tschüss.